Holt die Töpfe und die Teller, schickt die Eltern in den Keller. Wir rocken die Küche und kochen allein. Mit Cooking Kids schmeckt's richtig fein. Cooking Kids, Cooking Kids. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Cooking Kids. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wieder dabei Nora und Julius. Nach dem Händewaschen geht es dann auch sofort los. Wir machen heute eine Zitronentart. Dazu müssen wir jetzt erstmal den Mürbeteig vorbereiten. Wir brauchen Mehl, ein Eigelb, Zitronenschale, Zucker und Salz. Schlagsahne, Creme fraiche, 3 Zitronen, 4 Eier, Butter und Puderzucker. Für den Mürbeteig brauchen wir Mehl, das ich jetzt hier in die Rührschüssel geben werde. Dann Zitronenabrieb. So. Dann. Jetzt gebe ich eine gute Prise Salz, so viel ungefähr, in die Rührschüssel hinzu. Dann gebe ich noch die Butter hinzu. So, jetzt werde ich das Ei trennen und das Eigelb dann in die Schüssel geben. So, jetzt werde ich den Teig kneten, bis ein glatter Teig entsteht. Während Nora den Teig knetet, werde ich den Ofen mit Ober- und Unterhitze auf 150 Grad vorheizen. So, der Teig ist jetzt fertig geknetet und jetzt müssen wir ihn in Frischhaltefolie einschlagen. Die wir hier auch schon bereitgelegt haben. Jetzt nimmt man sich hier so ein Stück Frischhaltefolie. So ungefähr. Ne, noch ein bisschen. So. Und dann gibt es einen kleinen Trick. Hier habt ihr ein Messer. Und dann macht ihr, wenn es hier eine Holzplatte ist, eine Küchenholzplatte, macht ihr einfach nur einmal so mit dem Messer mit ihr drüber. Und dann könnt ihr die, wenn es gut läuft, einfach so abziehen. Jetzt habt ihr hier die fertige Frischhaltefolie. So, jetzt gehen wir den Teig da rein, machen den ein bisschen platt und schlagen den dann ein. So, und jetzt kommt der für ungefähr eine Stunde in den Kühlschrank, wenn nicht sogar über Nacht. So, nach dem Kühlstellen von einer Stunde haben wir den Teig wieder aus dem Kühlschrank geholt. Und ich werde ihn jetzt auspacken aus der Frischhaltefolie und mir dann für den Rand schon mal ein Stück abnehmen, weil wir das dann später für den Rand benötigen. Genau, und ich werde den Teig jetzt ausrollen. Dafür benötigen wir eine Tartform. Da kann man den Deckel hier unten rausnehmen. Hier drunter lege ich mir einen nassen Lappen, dass es nicht so rutscht. So, jetzt mache ich hier ein bisschen Mehl um das Nudelholz. Und dann werde ich den Teig jetzt hier ausrollen. Erstmal ein bisschen weich kneten. Ich mache jetzt inzwischen schon mal so 3 Rollen, die man dann später für den Rand benötigt. Wenn 3 Rollen reichen, aber meistens ja. Und die rolle ich jetzt in so. So, jetzt hebe ich den Form hier wieder rein und werde das dann hier so ein bisschen andrücken. Und jetzt kann Julius den Rand da dran machen. Super, machst du das.
Ja. Nun ist der Teig hier richtig gut drin ausgebreitet und um den Rand jetzt sauber abzuschließen, nehme ich mir hier ein Messer und gehe einmal mit dem gesamten Messer so hier so drum. So, und jetzt werde ich mit einer Gabel einfach so ein paar Löcher reinstechen. Und nun kommt die Tarte für 10 Minuten in den Ofen. Und im Anschluss werden wir sauber machen. Während die Tarte jetzt im Ofen ist, werden wir jetzt 3 Zitronen abreiben und dann den Saft der Zitronen, der abgeriebenen Zitronen hier, auspressen. Wir haben die Zitronen bereits gewaschen und ich werde sie jetzt einfach bis zur weißen Haut abreiben. So, hier könnt ihr die weiße Haut sehen, bis dahin dürft ihr die Zitrone abreiben, weiter nicht. Und ich bitte euch, Bio-Zitronen zu verwenden, weil die ungespritzt sind. Ihr müsst vorsichtig sein, ich habe mich gerade schon einmal geritzt. So, nun habe ich hier unser Küchenpflaster-Set, wo ich jetzt nur ein Pflaster drauf machen würde. Dankeschön. So, jetzt werde ich die Tarte rausnehmen. Vorher werde ich den Ofen ausmachen. Vorsicht, die ist sehr heiß. So, ich bin jetzt fertig mit dem Zitronenabrieb und Julius wird jetzt die 3 Zitronen auspressen. Jetzt kann man, damit man besser und mehr Saft rausbekommt, die rollen eigentlich. Nun sind die Zitronen gut gerollt und jetzt schneide ich sie auf. So, jetzt war ich durch. Jetzt kann ich den Zitronensaft in einer Zitronenpresse oder auch Orangenpresse, je nachdem wie man sie nennen möchte, auspressen. Bevor wir jetzt die Füllung vorbereiten, werde ich erstmal den Ofen anheizen auf 160 Grad Umluft. Nun werde ich den ganzen Becher Schlagsahne hier reingeben. Dann den Zitronensaft, dann die abgeriebene Schale, dann den Puderzucker. Nun gebe ich den Becher Creme Fraiche in die Schüssel. So, und dann gebe ich jetzt die 3 Eier. Die 3 ganzen Eier, natürlich ohne Schale, ebenfalls hier rein in diese Schüssel. So. Dann gebe ich jetzt hiervon, von dem Naturjoghurt, wichtig, Naturjoghurt, noch einen Esslöffel Joghurt hinzu. Weil wir zu wenig Creme Fraiche hatten, habe ich jetzt einen Löffel, aber da kann ruhig auch noch einen Löffel rein. So, und ich werde jetzt die Masse ordentlich verrühren. Vorsicht, es könnte spritzen. So, die Masse ist jetzt gut durchgerührt. Die kommt jetzt hier auf den vorgebackenen Teig, der 10 Minuten gebacken wurde.
Und das gieße ich jetzt auf den Teig. Ich werde jetzt ganz vorsichtig die Tarte hier anheben und in den Ofen. Vorsichtig schließen, weil sie sehr voll ist. So, die Tarte backt jetzt 20 bis 25 Minuten. So, nach 25 Minuten Backzeit nehmen wir die Zitronentarte aus dem Ofen. Erstmal den Ofen ausschalten, damit er nicht weiter glüht. Und jetzt nimmt Nora die Zitronentarte raus. So, nachdem jetzt die Tarte abgekühlt ist, wird Nora den restlichen Zitronenabrieb auf der Tarte überstreuen oder zerstreuen. Das dient als Verschönerung. Grüße gehen auf jeden Fall schon mal raus an Ramon E. und Lawrence. So, wir würden uns freuen auf jeden Fall über ein Abo für Cooking Kids und einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Räum doch auf, nur keine Bange. Um Fleisch zu wenden, nehmen wir die Zange. Wir lernen nicht viel auf diesem Kanal. Mit Cooking Kids wird das Kochen banal. Cooking Kids. Cooking Kids.